Wollt ihr mir damit sagen, dass die Nachricht von Deflamingos Rücktritt als einer der sieben Samurai der Meere nicht von euch kam, genauso wie der Befehl, sie danach als Falschmeldung zu deklarieren? Warum wird die Welt für so jemanden hinters Licht geführt? Derartige Aktionen sollte man in Zukunft unterlassen. Mein guter Name als Großadmiral gerät nur in Verruf und das werde ich das nächste Mal nicht so einfach hinnehmen. Die da oben können sich sonst auf was gefasst machen. Du solltest dein Temperament im Zaum halten, Sakazuki. Die Ehre deines Namens hat keinerlei Bedeutung für uns. Die Marine war schon immer die Fassade der eigentlichen Regierung. Außerdem haben wir bereits die Cypherpol informiert und mit diesem Fall betraut. Aha, so ist das also. Mit anderen Worten ausgedrückt. Seid ihr auch nur Marionetten dieser verdammten Weltaristokraten? Ihr wurdet genau wie ich übergangen. Hüte deine Zunge und mäßige deinen Ton. Kümmer dich lieber um die Sache mit Kusan. Unvorstellbar, dass sich solch ein mächtiger Mann und ehemaliger Admiral Blackbeard angeschlossen haben soll. Das wirft ein schlechtes Licht auf die Marine. Dieser Schwachkopf hat sich schon vor einiger Zeit entschieden auszutreten. Wo er sich aufhält und was er treibt, liegt nicht mehr in unserer Verantwortung. Werte fünf Weisen, Großadmiral Sakazuki! Hm? Verzeiht die Störung, aber der Samurai der Meere, Don Quixote de Flamingo, wurde mitsamt seiner Bande von der Piratenallianz des Strohhuts und Law besiegt. Dabei wurde Dressrosa fast vollständig von ihnen zerstört. Hä? Was sagst du da?